So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI, dem Omnibus Simulator 2. Wir befinden uns immer noch, hört man es vielleicht an den Stimmen, die hier im Bus sind? Warte, hören wir mal. Bitte? Ist Hamburg, oder? Ja, in Hamburg befinden wir uns heute mit diesem, warte komm, ich zeig's euch mal eben, mit diesem wunderschönen Van Hool AGG 300 als Doppelgelenkbus. Ja, es ist das erste Mal heute, dass ich mit einem Doppelgelenkbus in OMSI unterwegs bin und ich muss sagen, so viel anders ist es gar nicht. Man merkt es eigentlich kaum, wenn man fährt. Natürlich muss man ein bisschen genauer in den Spiegel gucken, aber ansonsten geht das eigentlich. Wir sind hier, wie gesagt, heute in Hamburg, fahren die Linie 109, wie auch schon in den letzten zwei Folgen, also ist eigentlich nichts Neues und sind hier jetzt so im letzten Viertel der Linie angekommen, die uns noch bis zum Hauptbahnhof dann hier führt. Ich hoffe, der Kollege, die Linie 4 fährt jetzt hier mal so langsam, aber sicher los, so sieht's aus. Wir haben immer noch grün, bis wir blinken. Ach, mein Lieber. Hat die Ui gesagt? Wenn sich beschweren will, dann soll sie es tun. Wir haben den jetzt die ganze Zeit vor uns, den Kollegen hier. Könnten wir ja eigentlich auch mal wieder fahren, diese alten Hamburger Busse, finde ich. Also, ich weiß gar nicht, wann ich die zum letzten Mal gefahren bin. Also jetzt ausgenommen vom C2, vom Citaro. Weiß gar nicht mehr, wann ich die zuletzt gefahren bin, die Busse. Gucken wir uns die doch mal an. Hier auch der Manfred am Steuer. Ne, können wir echt mal wieder fahren. Irgendwann. Also falls ihr daran Interesse habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Falls ihr aber sonst auch noch irgendwelche Wünsche habt, welche Map wir mal ausprobieren sollen oder welchen Bus wir unbedingt beim nächsten Mal fahren sollen, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Denn ich bin da ja immer so ein bisschen so überlegen, was kannst du tun, wo jetzt nicht gerade was Neues rauskommt, ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht so ganz, was ich zeigen soll und von daher bin ich natürlich immer dankbar über eure Wünsche in den Kommentaren. So, ihr kommt alle zu mir, oder? Macht er gut. So, perfekt. Alle zu mir kommen. Geht ja. Ein Einzelfahrschein. Aber ich habe so. Was ist das denn jetzt so? Ein bisschen zu voreilig, glaube ich. Wir müssen die Verfolgung wieder aufnehmen. Schaffen wir es über die Ampel hier? Der Kollege muss leider warten hier. Der steht mitten auf der Fahrbahn. Schaffen wir tatsächlich, oder? So, wir haben immer noch Kontakt. Dank des Kollegen vor uns. Der ist ja aber heute schnell unterwegs, ey. Mann, Mann, Mann. Nur eine Vermutung. Das war ziemlich knapp. Hat man vielleicht gerade eben noch so ganz schnell gesehen. Sonst müsste das Video mal anhalten eben. Das war richtig knapp. Also viel hat da echt nicht gefehlt. Voll Glück gehabt. Ach komm, was für ein Ziel. Sieht es eigentlich aus? Wir müssen eigentlich, ja, so passt du eigentlich vom Fahrplan her. Also alles im guten Bereich. Und Taxispur hier nur für uns, aber hier direkt in die Innenstadt zu kommen. Rathausmarkt. Wir müssen natürlich dementsprechend vorsichtig fahren und an dieser Stelle weiß ich noch, wo hier irgendwo mal ist mir der Bus losgehüpft und dann ist er irgendwo hier, glaube ich, in diesem See, in diesem Fluss hier gelandet. Und ich glaube, an dieser Stelle habe ich dann auch die Folge
beendet. Das war auf jeden Fall lustig, wo der Bus hier genau, als wir hier waren, ist der losgesprungen und dann hier in den See, in den Fluss, ist es glaube ich hier, in den Bach rein. Das war schon ziemlich lustig. So, sieht doch echt schön aus hier, oder? Kann man glaube ich so sagen. Das Rathaus. Terminus und Start sind wir nicht. Tut mir leid. Und wir sind nämlich hier. 109 Rathausmarkt sind wir auch nicht. Wir sind da hinten erst. 109 Hauptbahnhof. So. Moin. Moin. Morgen. Guten Morgen. Tür schon zumachen. Ist aber freundlich. Läufst du denn hier auf der Straße, ey? Auf alle hier über die Straße. Und ist ja hier der Rathausmarkt. Also sind die Leute natürlich auch gerne mal auf der Straße unterwegs. Und muss man als Busfahrer natürlich auch darauf achten, dass man hier keine Leute umfährt, die hier gerade shoppen oder was weiß ich tun. Ne, wir müssen weiter geradeaus fahren. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Fällt mir ja schon wieder nicht, was die hier machen. Oh, anhalten. Für ein Verkehrschaos auf einmal. Aber na gut, wir haben jetzt Zeit eigentlich. Rufen wir doch nochmal. Ach. Ernsthaft? Geht doch. Der wartet hoffentlich. Also wir fahren. Geht doch. Passt. 25, hier müssen wir uns natürlich dran halten, weil das Taxi auch schneller fährt. Taxis fahren ja generell immer ein bisschen zu schnell, aber wir als Bus haben Zeit. Wir halten uns an die 25. So. 24,5. 25,1. Jetzt sind wir schon zu schnell, ey. Unglaublich. Gerd-Hauptmann-Platz ist hier. Die Tür hat es schon während der Fahrt aufgegangen. Ich glaube schon. So, nochmal ein Foto machen. So, hier die Tür schließen. So. Dann sollte es jetzt auch schon weiter gehen. So. Passt das da hinten? Ja, passt. Ach, weißt du was jetzt? Nee, das lassen wir lieber an. Nachher verfahre ich mich hier doch noch auf den letzten Metern. Das wäre echt peinlich und ärgerlich. Und Philipp hier ist immer noch 25. So. Was ist auch egal, oder? Rollen wir aus. So, Münkebergstraße. Möchte hier keiner raus? Oder keiner rein, eher gesagt. Doch, einer scheint sich zu entschieden, es
zu haben, rauszuwollen, dann halt nicht. Hat er Pech. Sah erst aus, als ob der mitfahren möchte. Der Kollege mit der Linie 3, wie es aussieht, ist jetzt sehr knapp. Aber hat das gepasst? Sieht gut aus. Hat der Manfred erfolgreich hinbekommen. Freut mich für ihn. Natürlich die Busspur als Bus. Sollte uns ja eigentlich erlaubt sein. Weil brauchen wir gar nicht. Haben wir gar nicht gebraucht. Richtung Rathausmarkt möchte ich nicht. Tut mir leid. Wir fahren hier geradeaus. So. Auto aus Düsseldorf. Hier zu sehen ist auch. Ja gut, weil Düsseldorf ist eine größere Stadt. Und vielleicht ist das ein Politiker aus Düsseldorf, aus Nordrhein-Westfalen, der hier mal eben bei den Kollegen in Hamburg vorbeischaut und irgendwas zu besprechen hatte. Wer weiß. Ist ein OD, kenne ich ja nicht. OD? Also die haben hier alle Haha in Hamburg. Ja, gut, die stehenden Taxis hier haben gar nichts. Und der Audi da auch nicht. Ist er hier schon? Was ist hier? Ich halte einfach mal auf Verdacht hier. Mann, das war hier, oder? Ja, das passt soweit alles okay. Das freut mich natürlich. Also war heute mal ganz gut eigentlich. Bis auf, dass wir uns zweimal verfahren haben. Aber da kann man, glaube ich, drüber hinwegsehen als Nicht-Hamburger. Und ich stehe hier echt ein bisschen doof. Kann das sein? Naja, ich will die Folge auch nicht noch länger machen, als sie ist. Wenn es euch gefallen hat, drückt aber bitte den Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ansonsten sehen wir uns die Tage wieder zu einer neuen Folge von OMSI, dem Omnibus Simulator 2. Danke fürs Zuschauen bei der heutigen Folge und bis dann. Tschüss.